das effiziente Überarbeiten von Texten braucht natürlich viel Übung. Und nach dieser gemeinsamen Einstiegsübung kannst du nun noch etwas weiter trainieren mit den folgenden Übungen. Du hast immer die Word-Datei im oberen Bereich mit dem entsprechenden Auftrag und natürlich auch ein PDF dazu, an dem du dich bei der Arbeit orientieren kannst.